Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Folge Delta. Jetzt am Anfang, bevor das Video beginnt, möchte ich euch nochmal ganz kurz sagen, ich habe davor aufgenommen und wie ich euch bereits gesagt habe, auch schon in der letzten Endergames-Runde, dass es ultra geleckt hat bei mir. Ich habe jetzt herausgefunden, woran das lag und zwar, meine Festplatte war fast voll. Und jetzt habe ich das einfach mal auf die externe Festplatte gespeichert und da lief dann alles problemlos. Das bedeutet, die erste Aufnahme ist leider verschwunden, die ist leider gelöscht, da meine Festplatte voll war. Und jetzt geht es mit dem zweiten Teil los, deswegen mache ich heute nur kürzer. Ja, da wusste ich noch nichts davon, ich dachte, ich mache da einfach ganz normal weiter und ich hoffe, ihr verzeiht mir das und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Also, bis dann, ciao. So, Leute, und da sind wir auch schon wieder zurück. Wir sind hier jetzt im Paradies angekommen. Und ich glaube, das hat gar nicht an der Welt gelegen, sondern ich glaube, das hat eher daran gelegen, dass ich meine Festplatte fast voll war. Und ich glaube, daran hat es gelegen, dass es so geleckt hat. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich schätze mal, dass es daran lag, aber wir haben hier jetzt einen Zombie gekillt und wir haben einen Bogen bekommen. Nicht schlecht. So, die Kuh habe ich mir jetzt erstmal hier geholt. Und unser Boot nehmen wir natürlich mit. Yeah! Gut, dann gehen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Zuckerrohr nehme ich auch mit für Papier und so weiter. Ihr kennt euch ja eh schon aus. Ihr kennt euch ja schon besser aus als wie ich hier. So, erstmal, ey, erstmal hier schön. Ja, toll! Und wo droppt das Leder? 500 Meter weiter weg. Wegen den Wellen. Es wurde einfach weggespült. Mann, ist so gemein. Oh mein Gott, was war das denn? Was ist denn mit dir los? Hey, kannst du mir sagen, was mit dir los ist, bitte? So, gut. Dann würde ich auch gleich sagen, gehen wir weiter. Weit haben wir es ja nicht mehr. Schätze ich mal, weil ich möchte nicht mehr so weit gehen. Ich werde gucken. Ich werde jetzt, glaube ich, wahrscheinlich irgendwo... Ich weiß auch nicht, ich möchte eine schöne Landschaft finden, aber das Problem ist, es gibt ja nicht... Man findet ja nicht so schnell auf Anhieb so eine schöne Landschaft. Das ist ja das Problem. Das ist eigentlich mein größtes... Oh mein Gott. Oh mein Gott! Ein Wanderer. Oh mein Gott! Ich habe den Wanderer getötet. Hat er irgendwas gedroppt? Oh mein Gott! Ein Wanderer, wie geil. Ich dachte gerade, das ist ein Enderman und der portet sich dann immer weg und dann tötet er mich so qualvoll. Den nehme ich auch mal mit, die blaue Orchidee. Moment. Zack, zack, zack und zack. 6 Gold haben wir auch. Das ist auch nicht bad, haben wir in dem Dungeon hier bekommen. Aber jetzt müssen wir erstmal ganz kurz gucken, Leute. Wo wir hingehen wollen. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt fast schon am Überlegen, einfach mal zu diesem Baum hier zu gehen. Auf diesen großen Baum da. Ich fahre jetzt nochmal ganz kurz in die Richtung. Ey, das ist ja... Das ist alles verflixt und zugenäht hier. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Wow, die Wellen steuern mich hier zu auf die Sandbank. Aua. Aua, ich steck fest. Ich steck fest. Wegen diesen Kackwellen. Aua. Ich muss weiterfahren. Ach, so. Gut. Also man fährt eindeutig schneller, kommt mir vor. Aber... Ja. Oh. Da vorne ist ein schöner Baum. Oh, guck mal, wie groß der ist und wie schön. Oh, da möchte ich hin. Boah, geil. Da möchte ich hin. Hau ab. Zu diesem Baum möchte ich. Oh, der ist voll schön. Oh mein... Oh, und guckt euch mal die Schweine an. Und guckt euch... Alter, hier möchte ich hin. Erstens, das ist ein mega... Hier ist auch noch so ein cooler Baum. Und... Und hier sind lauter so coole Bäume. Oh, cool. Und was ist das hier? Was ist das hier? Was kann das? Was ist das? Kann man das abbauen?
Das ist wahrscheinlich Obsidian. Ja, das ist ein Obsidian-Totem. Oh, wie geil. Ja, na klar, hier ziehe ich hin. Jetzt frage ich mich nur, soll ich zu diesem Baum hier gehen, wo gleich die Schlucht nebenan ist? Oder soll ich doch lieber zu diesem Baum hier gehen? Weil, oder zu dem. Dann könnte ich die nämlich so verbinden und beide nutzen. Ich glaube, ich gehe zu dem hier. Nee, zu dem Fetten da in der Mitte, der ist schöner. Weil der ist zu fett. Und dann kann ich die ganzen Tiere schlachten und... Oh mein Gott! Und hier ist auch noch so ein geiler violetter Baum. Ich habe voll einen schönen Ort gefunden. Hier ist ja voll das Paradies. Oder nicht? Okay, ich werde jetzt hier ankündigen, dass das mein Baum ist. Ich hoffe mal, dass hier kein Timbersmod ist. Okay, gut. Perfekt. Ah, das ist Greatwood. Das ist cool. Aber den müsste ich dann noch ein bisschen dicker machen, weil ich dann hier so raufgehen möchte. Ich mache jetzt ein Schild, wo drauf steht, wenn sollte hier irgendwie jemand mal vorbeikommen. Ich weiß aber nicht wie. So, hier schreibe ich dann hin. Hier wohnt Bumsdoggy. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Yeah! Yeah, 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 yeah. I'm happy, if you're happy, I don't know, clap your hands. If you're happy, I don't know, clap your hands. If you're happy, I don't know, I don't really want to show it. If you're happy, I don't know, clap your hands. Yeah, Leute, und ich würde einfach mal sagen, wir haben uns einen Baum gefunden. Wir haben, und vor allem hier ist alles so schön grün. Ich könnte ja ein Baumhaus machen und dann könnte ich hier irgendwie hier unten so eine ganze, so ein Farmgebäude machen. Hier oben wohne ich und habe meine Lager, hier dann so ein großes Farmgebäude. Ich habe so viele Ideen und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und ciao!